Also worüber wir heute reden, ist Data Mining, und zwar nicht diese übliche, wir machen das Karnickelspiel und analysieren Kaufverhalten oder analysieren Wege, Kartenzahlungen, diese Dinge, sondern wir überlegen uns mal, wie wir den Spieß umdrehen können und mit Data Mining einfach ein paar nette Sachen machen können. Und konkret gibt es da zwei Beispiele, auf die ich danach eingehen werde. Wir werden jetzt mal definieren, wenn ich zu schnell spreche oder zu leise gleich sagen, weil das ist ein generelles Problem von meiner Sprache, dass ich immer zu schnell bin. Das wird schwierig, ja. Also wir werden mal kurz versuchen zu definieren, was Data Mining eigentlich ist. Also das sind jetzt drei raue Definitionen, aber es geht immer um das Gleiche. Man hat eine fette Menge Daten, die irgendwie unstrukturiert sind, die einfach Informationen enthalten, oder man denkt, sie enthalten Informationen, und man möchte Muster finden in diesen Daten, indem man bestimmte Methoden, Text Mining anwendet oder Häufigkeitsanalysen macht, um diese Informationen zu finden, die da versteckt sind. Ja. Und das Ziel von Data Mining sind üblicherweise Vorhersagen. Das heißt, man möchte auf der Basis von Daten, von Rohdaten, die man jetzt hat, sagen können, wie sich Sachen zukünftig entwickeln. Also zum Beispiel irgendwie gibt es da schöne Beispiele von Kaufverhalten. Wenn Männer einkaufen gehen, donnerstags und samstags, und man weiß, wenn sie donnerstags einkaufen gehen, dann kaufen sie eher wenig, und Samstag kaufen sie halt, machen sie diesen großen Einkauf. Ja? Und sie kaufen halt zum Beispiel immer Bier und immer Windeln, oder je nachdem kann man halt sich ansehen, was Männer so kaufen, wenn sie am Samstag einkaufen gehen. Aber wenn halt der Bierverbrauch oder der Bierverkauf am Samstag sehr groß ist, sollte man halt nicht hergehen und das Bier verbilligt anbieten an Samstagen, sondern sollte man Aktionen eher machen, dann vielleicht mittwochs oder dienstags oder ich weiß nicht. Also man sollte dann schauen, dass man halt das Ganze sinnvoll baut. Oder auch Amazon, diese klassischen, das könnte Ihnen auch gefallen, oder irgendwie Kunden, die diese Bücher gekauft haben, das ist auch ein klassisches Data Mining. Oder meine persönliche Empfehlungsseite, wenn ich auf Amazon gehe, dann bekomme ich Vorschläge, was ich denn kaufen könnte, was mir gefallen könnte. Ja? Und diese Informationen muss man erstmal auch rausziehen aus dem Kaufverhalten von mir, über diese letzten Jahre, in denen ich Amazon benutzt habe, kann man, glaube ich, eigentlich ganz gut sagen, wofür ich mich interessiere, was ich so lese, und die Frage ist, ob einem das gefällt. Eigentlich. Also ich glaube, mir gefällt das eigentlich nicht. Genauso wie, dass meine Bank weiß, wo ich hinreise, wo ich mich bewege. Also eine klassische Sache ist, herzugehen und auf Reisen wie jetzt irgendwie mit der Kreditkarte einfach so seine Tankfüllungen zu bezahlen. Also das kann man wunderschön nachvollziehen. Sie ist in Wien losgefahren und hat dann hier getankt und dort getankt, und sie ist jetzt irgendwie, dann ist in Berlin einkaufen gegangen und hat sich irgendwie was zu essen besorgt oder sowas. Also wird sie wahrscheinlich jetzt diesen Weg genommen haben in dieser Zeit. Oder auch Sachen wie irgendwie, vor 2 Jahren bin ich sehr, sehr viel geflogen. Also warum fliegt sie jetzt gerade so viel, und warum zahlt sie das immer mit ihrer Kreditkarte? Also meine Bank weiß, was ich esse, sie weiß, wohin ich reise, und sie weiß, wann ich das mache. Ja. Ein schönes Beispiel ist auch selektive Werbung. Also seit ich geheiratet habe, bekomme ich die Parteiwerbung der ÖVP, also der österreichischen CDU. Die habe ich vorher nicht bekommen. Also vorher bekam ich immer Werbung von den Grünen und den Kommunisten, und die ÖVP ist also, also das ist halt neu. Ja. Und ich frage mich halt, wo diese Daten herkommen. Aus dem zentralen Melderegister, ich weiß es nicht. Ja. Oder so Sachen, dass mich jetzt seit meinem Diplom irgendwie Anlageberater anrufen, die mich vorher niemals angerufen hätten. Und man fragt sich halt, was das für einen Sinn machen soll. Also ist das gut fürs Karma, wenn man sowas tut? Ja, die Frage stellt sich halt. Und die Frage ist halt auch, wie man etwas machen kann mit Data Mining, was irgendwie besser fürs Karma ist. Und ich habe jetzt konkret 2 Beispiele. Das erste ist Data Mining der NSA, das ist von der Quintessenz gemacht worden, wobei ich noch betonen möchte, ich habe zwar eine Quintessenz.org Mailingadresse, aber damit hatte ich nichts zu tun. Also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, um es mal deutlich zu sagen nochmal. Das ist das erste Beispiel, wie man den Spieß so ein bisschen umdrehen könnte. Und das zweite ist halt irgendwie diese Panik um schmutzige Bomben, die Medien ja derzeit vor allem sehr, sehr schön betreiben. Die werden wir uns ein bisschen näher ansehen, also was da eigentlich kommuniziert wird und warum und wie das kommuniziert wird. Die NSA, was das im Endeffekt war das durch eine Konfigurationsänderung der Listenarchive, also es war so ein kleines CGI, ja, und die Konfiguration wurde geändert, und durch relativ einfache Methoden, sage ich jetzt noch ein bisschen rumspielen mit diesem CGI, wurden halt Archive zugänglich, die es vorher nicht waren. Und zwar waren es Archive von der Medienliste des Biometric Consortiums von 1994 bis 2004, und gemacht worden ist es von Erich Adrock, Sosser und Chris von der Quintessenz. Also wir haben jetzt ein fettes Listenarchiv,
mit Postings von irgendwie 2500 verschiedenen Leuten, von allen möglichen Regierungsstellen, Militärs, Firmen, Wissenschaftlern, Lobbyisten. Und zusätzlich, also dazu werde ich später noch kommen, warum wir da zusätzlich benutzte Informationen haben. Es geht um Verknüpfungen dann auch. Also es geht nicht nur um die Liste selber, diese Listenarchive selber, sondern auch darum halt, wer schreibt eigentlich auf dieser Liste, was sind das für Leute. Und diese Informationen kann man zum Beispiel rausziehen aus eben Speaker-Biografien von einschlägigen Konferenzen oder ähnlichen Dingen. Im Endeffekt macht man ganz das Gleiche, wie sie normalerweise mit uns machen. Oder wir wenden einfach diese Mittel an, die sonst halt von Nachrichtendiensten auf uns angewandt werden. Nämlich Data Mining, Text Mining, Analysen der Netzwerke der Kommunikationsteilnehmer. Also sprich, wer arbeitet wo, wer postet mit welchen Adressen, wer postet wann. Ja, die beiden Peaks da, die Maus sieht man ja, das sind schlecht konfigurierte Out-of-Office-Replies, habe ich mir sagen lassen. Wobei man schon ganz gut sieht, wie sich die Sache, dieses Mikro mag mich wirklich nicht gerne, glaube ich, wie sich diese Liste entwickelt hat. Nämlich eigentlich von, es ist eine Spielerei, die halt, eigentlich, Biometrie war immer irgendwas Akademisches früher. Es ist nie etwas gewesen, was allgemeine breite Anwendung hätte finden sollen, glaube ich. Es war einfach nur so eine Spielerei, was funktioniert, was könnte man damit machen. Und plötzlich kommt halt irgendetwas, es kommt ein Ereignis, das halt dazu führt, dass man diese Sachen mit anderen Augen betrachtet. Und das Interesse, okay, dieser Mac mag ich mir auch nicht. Das Interesse steigt halt, die Liste wächst. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Ist das okay so, oder? Ich glaube, man... Also das sind Histogramme von Worthäufigkeiten. Ja? Das Gelbe ist Airline, dann kommt Fear, Homeland Security, Visitor, Concern, Passport, FBI, Airport. Dann haben wir zwei Farben für Terrorism und Terrorist, Citizen und Government. Und das Schöne zum Beispiel, also da gibt es sehr viele schöne Sachen, aber das eine ist irgendwie, dass Sachen wie Terrorism und Terrorist eigentlich, das ist 9-11 war ungefähr, wo sind wir? Ungefähr hier, ja. Also warum war das vorher irgendwie kein Thema einfach? Das ist sehr, sehr interessant. Die Teilnehmer sind eine erstaunliche Ansammlung von diversen Hochsicherheitsfragen, kann man mal sagen. Dann diese Sachen wie, es gibt gewisse Zugangssysteme, die in Los Alamos standardmäßig verwendet worden sind, die jetzt langsam auch... Also auch diese Common Access Card des Pentagon, die unseren Pässen dann, also das, was in unsere Pässe reinkommt, sehr, sehr ähnlich sehen. Also Sachen, die eigentlich verwendet wurden für nicht unbedingt die breite Masse ausgelegt waren, also nicht für Zivilisten ausgelegt waren, die einfach dann Verwendung finden, langsam einfach in die Zivil, also Sachen, die, also militärische Technologie, die Einzug findet in den Zivilbereich einfach, ja, wo man sich fragen muss, was das soll eigentlich. Ja. Und eben diese Sachen wie, wer postet von wo aus und ändert sich die Mailadresse von Leuten im Laufe der Zeit zum Beispiel. Also Leute, die einfach von dort mil Sachen gepostet haben, die dann einfach, wo man merkt, dass sie jetzt anfangen, von anderen Adressen zu posten, zu anderen Firmen zu gehören oder einfach den Job zu wechseln quasi einfach. Ja. Einer von den Leuten hat mich, also Atrox hat mich gebeten, das rauszustreichen, dass es im Endeffekt... Es geht um Verknüpfungen. Es reicht nicht herzugehen und ein Mailinglistenarchiv zu analysieren auf Worthäufigkeiten oder so Sachen, sondern man muss immer mit, als Mensch auch hingehen und ein Gehirn da hinsetzen und das benutzen auch, um diese Verknüpfungen wirklich sehen zu können und das rauszuarbeiten. Also man kann nicht hergehen und das maschinell machen und dann erwarten, dass etwas Sinnvolles rauskommt, sondern man muss nacharbeiten. Also man sieht zum Beispiel, man macht eine Wortanalyse, man macht eine Häufigkeitsanalyse von dem Wort Terror zum Beispiel, von diesem Archiv, ja. Und man stellt halt fest, dass es einen Peak da und da gibt. Und man kann halt nicht aus den Archiven von den Mailinglisten zum Beispiel einfach nur sagen, der Peak ist jetzt, also die Ursache ist noch nicht inkludiert in dieser Mailingliste. Man muss dann auch hergehen und sagen, okay, wir verwenden jetzt andere Quellen, um rauszufinden, was ist da passiert, damit dieser Peak jetzt entstanden ist. Und also die Verknüpfung gibt Gesamtbilder. Es reicht nicht herzugehen und nur zu sagen, okay, Männer kaufen Bier ein, sondern... Männer kaufen samstags Bier ein, weil sie irgendwie am Wochenende Bier trinken wollen, weil sie am Wochenende ihr Bier daheim haben wollen und nicht mehr rausgehen zum Beispiel.
schmutzige Bomben scheinen irgendwie ein großes Thema geworden zu sein in den letzten Jahren. Also der erste bekannte Fall war, glaube ich, so 1995, dass Tschetschenen in einem Moskauer Park eine abgelegt haben und die Medien verständigt haben und gesagt haben, da liegt eine schmutzige Bombe, und damit Angst gemacht haben. Das Nette daran ist aber, dass sie gar nicht, also eigentlich musste sich gar nicht detonieren, um diese Angst hervorzurufen. Man muss das, glaube ich, gar nicht machen, sondern es reicht wirklich herzugehen und zu sagen, da ist etwas, was euch Angst macht, weil alle haben Angst vor Radioaktivität. Das ist halt etwas, womit die meisten Leute halt nichts zu tun haben, was auch geschürt wird, diese Panik davor, das ist halt irgendwie gefährlich, das ist ein Gift, das man nicht sehen kann oder so ähnliche Dinge. Und die Medienberichte sind eigentlich alle ähnlich. Also sie sagen eigentlich alles, das ist super gefährlich, das ist eine Gefahr für Leib und Leben. Und es gibt ja schon ein paar nette Beispiele. Also CNN hat zum Beispiel irgendwie einen schönen Artikel gemacht, wie man sowas überleben kann, ja, wenn jetzt sowas passiert, was man dann tun soll. Ja, dass man, also dazu komme ich dann später, was man dann tun soll laut CNN. Das ZDF, es gibt so eine Wissen- und Entdeckensendung, ich weiß nicht, kennt ihr jemand? Das ist so wie Galileo irgendwie, das vom ZDF irgendwie, das scheint so eine Wissens-, ich weiß nicht was, so Magazinsendung irgendwie, wir werden schlau, wenn wir fernsehen, so ungefähr. Also Atombomben zum selber bauen, ja. Also sie haben nicht verstanden, was eine Atombombe ist und wo der Unterschied ist zwischen einer schmutzigen Bombe und einer Atombombe, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, und von die abendlichen Unterhaltungsserien auf ProSieben schweigen wir jetzt mal ganz. Also da gab es eine wunderschöne Folge von Numbers, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das traut sich jetzt keiner zu sagen, dass er das kennt. Wer kennt Numbers? Okay, doch einige. Es gab eine Folge über einen komischen Cäsium-Transport, wo dann irgendwie auch ganz viel furchtbar passiert ist und das FBI hatte alles im Griff und das war alles ganz, ganz toll. Aber ja, und Weihnachtsgeschenk gab es auch noch. Am 24. Dezember hat der Standard einen wirklich schönen Artikel rausgebracht zu diesem Thema, der einfach goldeswert ist, also wunderschön. Das ZDF sagt uns, dass die Wirkung dieser Bombe zielt auf Angst und Schrecken der Menschen ab und auf langfristige Verseuchung der Umgebung. Ja. Also das Wort Verseuchung ist auch irgendwie, ich weiß nicht, böse, da hat man irgendwie Angst vor, dass es irgendwie, ja, das klingt gefährlich. Außerdem sei es mit wenig Aufwand und ohne Spezialkit sind sie herstellbar. Die Anleitungen gibt es im Internet, ganz leicht zugänglich. Ja, und eine Handvoll radioaktives Cäsium und das Unglück nimmt seinen Lauf, so ungefähr. Dann geht dieser Artikel halt so ein bisschen weiter und weiter und im Endeffekt kommen dann halt die Schlagworte, also wirklich, ich habe die aus dem Satz, wie sie waren, habe ich sie rausgegriffen. Ich habe nur die Bindeworte und die Verben rausgenommen aus diesen Sachen. Ja. Also Terror, das Wort Terror ist überhaupt irgendwie ein riesen Modewort geworden, scheint. Das ist, glaube ich, noch eine eigene Sache wert, aber leise, schleichend, dann irgendwie radioaktive Staubwolken, da gab es ein Bild dazu, das scheint einfach nur Smog gewesen zu sein. Aber das war so dicht gepackt, voller Rauch und Staub, dass es einfach aussah, als würde man einfach da nicht mehr durchgehen können oder so. Ja. Aggressive Gammastrahlen. Also bitte, was sind aggressive Gammastrahlen? Ja? Wir haben da irgendwie rumgewitzelt, so, das sind so kleine Dinge, also wie Pac-Man, die laufen dann rum und sind aggressiv. So. Ein stark ansteigendes Krebsrisiko. Also wir steigen wirklich stark an, das ist ganz wichtig. Und Tod und Panik. Ja? Und direkt danach war dann ein Satz, die Dirty Bomb scheint eine realistische Bedrohung darzustellen. Ja, das ist nur ein Satz, das ist ein Weihnachtsgeschenk aus dem Standard, wobei man sagen muss, der Standard ist eine respektable österreichische Tageszeitung, das ist nicht Bildformat, das ist eigentlich, das ist was Gutes, ja, das sind eigentlich die Guten, so, sagen wir so. Aber diese Aussage, ich meine, ich glaube, sie haben einfach nur irgendeine Pressemeldung zitiert, aber dass sie das schreiben, ohne zu reflektieren, ein großes Gebiet radioaktiv verseuchen, tausende Todesopfer fordern und städtische Gebiete unbewohnbar machen, ja, ich meine, da muss man doch Angst haben, oder? Wenn man sowas liest. Ich meine, tausende Todesopfer, das ist doch jetzt nichts, was irgendwie freundlich klingt oder was nicht Angst macht, sagen wir mal so. Ja, ja. Numbers. Ich habe ein Video da, also ich habe es mitgeschnitten, weil es einfach so lustig war und ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten. Ich glaube, wir werden das vielleicht im Anschluss anschauen können, wenn wir dann nicht mehr diesen Stress haben mit diesem Videoausgang und so weiter, weil hier gibt es keinen Ton leider. Ich kann ihn nur ohne Ton zeigen und er hat nichts ohne Ton. Also sie sprechen einfach wirklich, wir werden alle sterben, ja. So, das ist die Aussage des Ganzen. Das ist ein Screenshot davon. Jörg hat sich da ein bisschen beschäftigt mit diesen Sachen.
Also es ist nicht harmlos, das möchte ich damit sagen. Es geht um eine Panikmache und woher kommt diese Panik und nicht, dass es harmlos ist. Ja. Das möchte ich nur mal betonen. Also wir rechnen das mal ein bisschen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass 87 in Brasilien ein Radiotherapiegerät gefunden worden ist von Dieben, hast du gesagt. Das Passanten ist es aus anderen Quellen, die sagen Passanten haben die gefunden, aber im Endeffekt war die Aktivität dort relativ hoch. Das waren 72 Terabecquerel. Das sind 52 mal 10 hoch 12 Becquerel, wobei ein Becquerel ist ein Zerfall pro Sekunde. Ja. Und das Nuklid war C-137. Also wir sprechen nur von den Gamma-Linien, wir lassen die Beta-Linien jetzt weg, weil das geht so weit jetzt. Ja. Das sind 0,6 MeV. Das ist der Gamma-Übergang von C-137 auf das Barium. Und das heißt, man kann im Endeffekt dann rechnen, die und die Aktivität, also 52 mal 10 hoch 12 Zerfälle pro Sekunde mal der Energie. Und dann überlegt man sich, wo ist die Quelle, wie groß ist ein Mensch und wie viel Raum von diesen, wie die Quelle strahlt ja in alle Richtungen. Die strahlt ja nicht irgendwie so kollimiert irgendwo in die Gegend herum, sondern die macht, also in 4P strahlt sie herum und man überlegt sich halt, welche Fläche hat ein Mensch. Und welche Fläche nimmt dieser Mensch ein jetzt im Verhältnis zu diesem ganzen Ding? Also wie viel Energie kriegt der Mensch ab ungefähr? Ja. Und wir sind gekommen auf ungefähr 4 Gray, glaube ich. Also was im Endeffekt, wenn man dann halt noch Gewichtungsfaktoren mitnimmt, auf 4,5 Sievert pro Stunde kommt. So, also LD50, also sprich Leute, die das abkriegen, 4 Sievert. Ohne Behandlung sterben halt 50% an dieser Dosis, ja, an dieser Äquivalentdosis. Das heißt, im Endeffekt kann man da halt nicht mal eine Stunde sein, wenn es eine Punktquelle ist. Ja? Wir reden von Punktquellen, wir reden noch nicht von, das breitet sich aus, sondern wir reden von einer Quelle, die irgendwo konzentriert ist und durch die Gegend strahlt. Ja? Das heißt, man kann nicht mal, bitte, einen Meter, hätte ich dazu sagen können, ja. Ja, wir haben das halt durchgerechnet mit einem Meter Abstand, ja. Also im Endeffekt kann man halt nicht mal eine Stunde da sein und 50% der Leute krepieren einfach. Ja, so. Also das ist nicht ungefährlich, aber wenn man das auf einen Quadratkilometer verteilt, dann bekommt man schon nur mal irgendwie eine Jahresdosis von 99 Millisievert, ja, und die Grenzwerte für beruflich strahlenexponierte Leute sind bei 50 Millisievert. Also Daumen jetzt mal. Ja, so. Er weiß das genauer, dass irgendwie dann, wie war das auf 5 Jahre nicht mehr als 100 Millisievert oder so in der Gegend. Ja. Ja, das mit den im Stollen reinsetzen zum gesund werden haben wir auch aufgegeben. Also. Ja, also ein Kollege hat mir dann erklärt, irgendwie, was realistisch ist, wenn man normale, also wenn man Thermik hat, auch noch ein bisschen Wind und so weiter, 20 Quadratkilometer ungefähr ist realistisch. Ja. Und da bekommt man eine Jahresdosis von 1,9 Millisievert, wobei der Grenzwert für normale Leute ist 1 Millisievert. Ja. Und das ist schon sehr, sehr niedrig angesetzt. Also im Endeffekt ist es nichts, was irgendeine Art von Strahlenkrankheit verursachen könnte. Ja. Also wenn man da draußen rumläuft, kriegt man mehr ab. Ja. Das ist irgendwie, es ist eine Panikmache. Es hat keinerlei Hintergrund. Also wir haben kein ernsthaftes Gesundheitsrisiko, wir haben ein kontrollierbares Risiko. Ne? Und man sollte eher Angst haben vor einer Horde panisch flüchtender Menschen, ja? Weil eine Massenpanik nichts ist, was kontrollierbar ist. Also man kann nicht aus da, das hat man irgendwie häufig gesehen bei Sachen wie Fußballspielen oder ähnlichen Dingen, dass man keine Chance mehr hat, das irgendwie kontrollieren zu wollen. Ja? Und die Frage ist jetzt irgendwie, wenn man sagt, Data Mining für den Weltfrieden, ja? Diese Information ist ja relativ schön. Und ich glaube, dass ich euch das erzählen kann, aber meine Eltern interessieren sich dafür nicht zum Beispiel. Ja? Also die wollen das nicht wissen. Man hört das im Fernsehen und man glaubt das halt einfach. Die Frage ist, mir stellt das, wie verbreitet man sowas? Wollen die Leute das überhaupt wissen oder wollen sie es eh nicht wissen? Ist es sowieso zwecklos? Also ich möchte das zur Diskussion stellen. Ja, kann da jemand mal ein Mikro oder? Okay, ich möchte erstmal die Art der Informationsgewinnung ein bisschen kritisch betrachten. Ich halte es nämlich, ohne jemanden zu nahe zu treten zu wollen, für ziemlichen Unfug,
wenn man sich irgendeinen Datensatz nimmt und den auf Muster untersucht, kriegt man per Zufall immer irgendwelche sinnvollen Muster, die man auch mit scheinbaren Kausalitäten erklären kann. Also das, was du da schilderst, das ist... Also du kritisierst, dass ich zu wenig Datensätze genommen habe, um ordentlich die Nein, dass vorher nicht eine Theorie aufgestellt wird. Was suche ich überhaupt? Wonach suche ich? Und was ist meine Annahme? Was kommt raus? So macht es jeder Wissenschaftler. Und ich finde, so sollte man beim Data Mining auch vorgehen. Sonst findet man nämlich lauter Random-Ergebnisse, Zufallsergebnisse, wo man dann am Ende sagt, okay, da haben wir Kausalitäten gefunden, wo sich bei genauerem Hinschauen rausstellt, nö, ist nicht. Also jeder Wissenschaftler würde dieses Vorgehen einfach als ziemlichen, Entschuldigung, Bullshit ansehen. Also dieses Data Mining in das E, weiß ich nicht, wie, du musst du Atrox fragen, wie sie das genau gemacht haben. Das ist die Information, die Atrox mir gegeben hat. Bei den dreckigen Bomben ist es schon so, dass es eine allgemeine Sache ist, die auch zu erwarten war, dass es eine reine Panikmache ist. Wenn man nur ein bisschen nachdenkt, weiß man schon, was man finden will. Ja? Und ich habe das an der Uni natürlich auch gelernt, wie man sowas macht. Aber es ist, wenn du eine Theorie aufstellen willst, wie du jetzt Data Mining machst auf solchen Sachen, ja, dann kannst du hergehen und irgendwie mit dich mit der Google API spielen und Medienberichte suchen gehen. Ja. Ich meine nicht eine Theorie, wie man Data Mining macht, sondern eine Hypothese, was, denke ich, kommt daraus und was ist überhaupt meine Fragestellung? Die Fragestellung ist, sind dreckige Bomben wirklich etwas, wovon man Angst haben muss? Und die Theorie ist, nein, die Medienberichte gehen dahin, dass es einfach eine reine Panikmache ist. Weil eine kurze Rechnung uns sagt, dass es selbst mit der größten Quelle, die jemals gefunden worden ist, also nochmal was anderes, diese klassischen, wir bauen die im Eigenbau, diese Sachen, oder wir gehen jetzt her und bauen uns eine dreckige Bombe, das sei so einfach, die Anleitungen seien im Internet und so weiter. Man muss ja die Quellen erstmal auch kriegen. Ja? So, und die Frage ist halt, was gibt es an Quellen, die so durch die Gegend laufen und gefunden werden können? Das sind halt alte, also medizinische Sachen, medizinische Geräte oder halt... Also all die Quellen halt einfach. Und dieses Guyana-Zeug, das ist einfach wirklich eine von den größten Quellen gewesen, abgesehen von diesen, was hast du gesagt, da mit den Nuklidbatterien, ja. Also es gibt auch wirklich Batterien, die mit Nukliden arbeiten, ja. Das sind dann noch Sachen, die sind noch ein bisschen heftiger. Aber diese klassischen alten medizinischen Geräte, ja, die herzugehen und halt, wie sagt man, zu zerlegen, und halt das Innenleben zu verteilen oder zu klauen. Die Quellen muss man auch erstmal kriegen. Es ist ja nicht so, dass es so einfach wäre. Und die Sache war halt irgendwie, dass alle sagen oder dass die Medien einfach so hergehen und sagen, das sei so einfach zu bauen. Ja? Und das ist so furchtbar gefährlich und Radioaktivität ist sowas Böses. Ja? Aber die Frage ist halt immer, wie viel ist da wirklich drinnen? Und was kann man damit eigentlich wirklich anrichten? Und im Endeffekt sagt uns die Rechnung, man kann damit eigentlich wenig anrichten. Also nichts, wo man rechtfertigen könnte, dass 3 Millionen Leute fluchtartig eine Stadt verlassen. Ja? Und, also wie du sagst, die These war, wir werden das Muster finden, dass es eine reine Panikmache ist. Ja? Und natürlich, man kann jetzt kritisieren, dass es viel zu wenige Datensätze waren. Aber ich habe Beispiele rausgegriffen von diesen Sachen. Also es gab mehr von diesen Datensätzen und es ist ein einheitliches Bild. Ja? Also es gibt sehr selten diese Zusatzinformation, das sei nur die Panik, das Gefährliche. Also es gibt schon auch, aber sehr, sehr selten. Ich glaube, hier war... Also wie wir es machen, ja.
Bitte nochmal. Ja, also wenn man es gut machen will, dann erstens mal, man muss sich gar nicht detonieren, man muss einfach nur sagen, man hat da irgendwas hingelegt. Ja. So. Und das Zweite ist dann, wenn ihr sie werft, werft sie nachts, ja, weil Atmosphäre hat die Eigenschaft, wenn das rausbläst, dann ist es weg. Ja. Also werft sie nachts her und schaut, dass sie möglichst klein verteilen. Ja. Also irgendwie ein Häuserblock ist zu viel. Ja. Strategische, neuralische Punkte wie irgendwie Krankenhäuser oder ich weiß nicht, Häfen, Flughäfen, sowas. Das macht Sinn, ja, aber alles andere ist einfach, es ist zwecklos. Ja. Also wenn ich da nochmal eine Anmerkung zu machen darf, es gab da mal eine Studie, dass jemand einen Castortransport mit abgebrannten Brennstäben sprengt. Ich verstehe kein Wort, es tut mir leid. Ich sagte, wenn ich da mal eine Anmerkung zu machen gab, es gab mal irgendwo eine Studie, dass jemand einen Castortransport mit abgebrannten Brennstäben sprengt. Ist schwer möglich, Polizei bewacht die ja recht streng, aber theoretisch wäre da eine sehr große Menge radioaktive Stoffe dann doch frei. Wobei die übliche, ich meine, kann man nicht abtransportieren, muss man eigentlich da sprengen, wo sie sind. Wobei die eigentlich übliche Bombe, vor denen die meisten Angst haben, besteht eher aus dem abgereicherten Uran, was die Amerikaner verschießen. Ich verstehe wirklich, also ich komme aus Österreich und habe mit dem Dialekt wirklich große Probleme. Ich sage, wie es ist, ich verstehe zwar so hin und wieder Wortfetzen, aber geht das Hochdeutsch nochmal? Also, versuche ich es nochmal. Es gab da mal eine Studie, ja, die befasste sich damit, was da passieren kann. Und da hat man festgestellt, dass wohl so ziemlich das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn jemand einen Castortransport sprengt mit abgebrannten Brennstäben. Ja. Also, falls dieses vorkommen würde es wohl dazu führen, dass eben doch ein gewisses Gebiet verstrahlt wird, da in so einem Castortransport ja eine gewisse Menge Radioaktivität vorhanden ist. Ja, was ist eine gewisse Menge? Ich weiß nicht, was... Ja, oftmals mehr als in einer normalen Atombombe halt an Material vorhanden ist, weil eben abgebrannte Brennstäbe doch recht radioaktiv sind. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas jemals passiert, und vor allem, dass es im gewohnten Gebiet, weil die ja nicht gerade in der Stadt lange lagern, passiert, recht gering. Sodass man das schon fast außer Acht lassen könnte. Während die normale schmutzige Bombe, vor denen eigentlich die Behörden auch oftmals Angst haben, eher aus dem abgereicherten Uran besteht, was die Amerikaner ja großzügig verschossen haben. Also das wäre mir neu. Also so kenne ich bitte? Das. Bitte? Ich dachte, medizinische Anwendungen oder medizinische Geräte, medizinischer Abfall sei das, also laut meinen Informationen, was am meisten verwendet wird. Das ist am ehesten verwendet wird, aber eigentlich am häufigsten vorhanden. Während zum Angstmachen reicht halt auch das abgereicherte Uran, da es auch mehr oder weniger strahlt. Es würde zwar keinen großen Schaden anrichten, aber es macht zumindest die Behörden aufmerksam und verursacht eine Panik. Denn mehr soll es vermutlich nicht. Ich sage, mehr als eine Panik verursachen wird es nicht sollen. Ich verstehe dich schon wieder nicht. Also die letzten beiden Sätze waren schon wieder kein Hochdeutsch. Ich gebe es auf. Es tut mir echt leid, es ist sehr viel. Ja, der Mann hat vollkommen recht. Ich habe den genau verstanden, was der meinte, ist um... Und zwar ist diese Urankernmunition, die da fleißig verschossen wird, da Uran die 200-fache Dichte von Stahl hat, ist die Frontpanzerung von Leopard 2A5 neben dem Neutronenreflektor und Keramikschutzschild, hat die eben auch aus abgereichertem Uran eine Frontpanzerung. Das Problem bei dem abgereicherten Uran ist, nach 2 bis 3 Monaten erreicht es wieder die alte Strahlendosis und gilt als Mittel bis, sagen wir mal, schwach radioaktiver Abfall, der auf Feldern, Wald und Wiesen, wo der rumliegt, da wächst dann nichts mehr. Aber man spart natürlich Entsorgungskosten, weil irgendwo muss das Zeug ja hin. Also verschießt man das im Krieg und hat das Problem dann so gesehen gelöst. Wobei ich jetzt mal generell sagen würde, dass die Hauptpanikmacher, Terroristen, könnten sich irgendwie eine Atombombe basteln, weil die im Internet irgendeine Anleitung gesehen haben. Man kommt jetzt irgendwie auf Abwägen auf dem Schwarzmarkt an waffenfähiges Plutonium oder Uran. Die Menge, die man von Plutonium braucht, wäre, wenn man Neutronenrückstrahlmantel benutzen würde, mit Temper so gesehen, bei 105 Gramm. Also ich sag mal, 105 Gramm würden wir uns besorgen, haben die Neutronenrückstrahlmantel, wollen das erstmal im Rotterdamer Hafen oder was weiß ich wo zünden. Tja, dann ergibt sich immer noch das Hauptproblem, das, was natürlich nicht im Internet steht und das, was auch im normalen Physikbuch so nicht drinsteht, weil... Ja, man kann nicht so einfach Atombomben bauen. Ja, das ist
weil das Los Alamos-Projekt, wo Einstein und Fermi und Co. mitgearbeitet hat, die haben natürlich auch, wenn man bei atomicarchives.com nachguckt, die wichtigsten Sachen weggelassen. Das ist dann hauptsächlich die Feldstärkeabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit. Das ist der Zündalgorithmus, um die Bombe scharf zu machen. Wenn man das nämlich nicht weiß, dann passiert da nämlich gar nichts. Also man muss einmal den Stand der Sonne kennen. Die Sonne ist der Hauptenergielieferant in unserem Sonnensystem. Das ist trivial, das ist klar. Aber um die Energie aus der Materie zu befreien, eine Atombombe, damit die zündet, der Algorithmus, das ist eine orts- und zeitabhängige Größe. Und man kann maximal 8 bis 10 Atombomben pro Tag zünden. Also sowas wie bei Day After, das geht technisch gar nicht. So gesehen, die Atombombe, als sie die damals entwickelt haben, war schon veraltet. Also wenn man was Vernünftiges zünden würde, dann wäre das eine Neutronenbombe beispielsweise, die man mit rotem Quecksilber oder sowas zünden würde. Also man benutzt Deuterium oder Tritium, damit, dann braucht man das rote Quecksilber, das Quecksilberantimonoxid, was eine Raumtemperaturfusion sofort herbeiruft. Dabei entsteht dann Helium und ein freies Neutron. Das wird. Ja, deswegen heißt das ja auch Neutronenbombe. Ja, was heißt gut schützen? Du kannst dich nicht gut schützen. Ja? Du kannst dich gegen Staub schützen, du kannst dich gegen Inkorporation schützen und gegen Einatmen. Trag dir eine Staubmaske und schau, dass du irgendwie deinen Staub nicht an die Kleidern hast. Bitte was? Du kannst dich nicht schützen. Ja, das geht aber nicht. Da kann man auch nichts machen dran. So. Ich denke, der andere Vortrag war fertig. Es ging ja hier um Data Mining und wenn du also... Wenn du also so viele Artikel über dieses Thema zusammengetragen hast, dann würde mich interessieren, was man da noch für andere Dinge aus diesen Artikeln herausfinden kann. Beispielsweise, gibt es eine gemeinsame Quelle, die also ein Interesse hat, diese Informationen in dieser Form an die Öffentlichkeit zu bringen? Oder ist das einfach nur, dass halt Fernsehsender grundsätzlich einfach mit Dingen, die das gesunde Angstverständnis des Menschen ansprechen, halt Geld verdienen. Das ist eigentlich die Frage, die mich interessiert und ob man das aus den Artikeln rausfinden kann. Ich hätte keine Muster gefunden, die darauf hindeuten, dass man irgendwie, dass es ein allgemeines Interesse gibt, solche Sachen kommunizieren zu wollen. Es ist einfach klassisch, irgendwie, wir haben ein Sommerloch oder irgendjemand hat jetzt irgendwas Komisches gemacht, da müssen wir nachziehen oder wir schreiben eine Pressemeldung. Also wie das der Standard gemacht hat, das finde ich eine riesengroße Frechheit. Also der Standard ist wirklich, das ist nicht die Bild, ja, aber sie schreiben ab, ohne nachzudenken und das machen eigentlich alle. Aber dass ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der ZDF hergeht und Titel Atombomben zum selber bauen, ist genauso schlimm. Also ich glaube eher, es ist ein einfaches, wir wollen auch ein bisschen reißerisch sein. Ja, wir wollen mit der Angst ein bisschen spielen, weil damit kann man vielleicht irgendwie, damit kriegt man Einschaltquoten und damit kriegt man Leser und so weiter und halt nicht nachdenken und sich auch die Leute nicht leisten, die dann vielleicht irgendwie mal Informationen geben können. Also sie nehmen sich auch nicht Zeit und fragen mal nach, was ist da wirklich dran. So, ja. Gibt es da noch was vom Vortrag? Ja, also nein. Nachdem es zum Vortrag nichts mehr gibt, vielleicht ein Satz zur Einschätzung. Natürlich gibt es vehemente Interessen dran, man muss sich die Frage stellen, wem nutzen sie, Angst zu machen. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, was also da im Bereich Data Retention und Ähnliches passiert, das ist ja die gleiche Richtung. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, wer ist der größere Terrorist, der offiziell Zugang zu atomaren Daten hat und sie offiziell verschießt, gegebenenfalls dann noch abstreitet, dass das passiert, wie mit diesen Urangranaten im Irak oder in Jugoslawien? Was gehen dort für Gefahren aus? Weil dort gibt es das massenhaft und flächendeckend. Und genau die Frage ist, welche Möglichkeiten haben wir, diese Relativierung der Information mitzugestalten und was können wir dazu beitragen? Was meine ich mit wohin mit Information? Das ist genau das, was ich meine mit diesem Satz. Ja. Was kann man jetzt tun, um das irgendwie zu ändern? Weil im Endeffekt, wir sind ja nicht blöd, aber die meisten Leute interessiert das nicht. Und wenn du nicht hergehst und gestern hat jemand angeregt, so, ja, wenn du keinen fetten Kabelsender hast, oder irgendwie missionarisch veranlagt bist, dann wirst du das auch nicht irgendwie verteilen können. Ja? Weil es interessiert ja auch niemanden. Also von den normalen Leuten, sage ich jetzt mal. Also. Ja, ich möchte mich da meinem Vorredner anschließen. Ich hatte zufällig heute Morgen eine ähnliche Diskussion. Mhm. Wohin mit der Information? Ich denke, auf solchen Kongressen hier, entschuldigen den Ausdruck, das ist eine Art Inzucht. Die Leute, die hier sitzen, die wissen das schon. Das Problem ist, wir, wer auch immer wir jetzt sind,
bräuchten sowas wie eine Marketingabteilung, um den einfachen Mann auf der Straße, ja wirklich, als ja, nein, gegen diese riesen Medienmacht, ein Gegenpotenzial aufzustellen, um den einfachen Mann an der Straße in seiner Sprache, mit seinen Worten eben zu informieren. Denkst du, dass das Sinn macht? Ich meine, abgesehen davon, dass es sinnvoll ist, das zu tun, ja? Aber wie, denkst du, dass es möglich ist? Das war die Frage. Ich glaube, dass Joito und Johnny Häusler gestern relativ gut gezeigt haben. Ich meine, wir haben 2005, 2004 diese Passwords-Blogs gehabt und du hast mit dick.com und /dot und so weiter wirklich Instrumentarien, wo du Massenmedien ansprechen kannst. Der Standard und Heise und keine Ahnung, Süddeutsche und Spiegel, die kopieren von diesen Seiten. Also wenn wir punktuell Informationen ausstreuen, holen sich die und dann kommt irgendwann eine Schlagzeile in der Standard.at oder Süddeutsche, okay, schmutzige Bomben sind kein Problem oder sind nicht so ein Problem. Ich hätte eine Frage, und zwar die Berechnung, die du eben präsentiert hattest. War da Gleichverteilung für die Streuung dieser Nochmal Bomben angenommen? Nochmal bitte, und langsam und hochdeutsch. Es ist ja, Entschuldigung. Nein, das Problem ist, hier vorne habe ich noch ein bisschen andere Raumakustik. Da hinten, ich sehe nicht, wer spricht. Vielleicht kannst du aufstehen oder so? Ja, ich versuche es nochmal. Danke. Du hattest eben diese Rechnung präsentiert mit der Streuung der Bombe im Umkreis von einem Kilometer. Hattest du da Gleichverteilung angenommen? Ja, es ist eine Gleichverteilung. Die kann man eigentlich nicht anwenden. Ich weiß schon, wenn man jetzt, das ist eine Näherungsrechnung. Ja? Wenn man sich das gut überlegt, dann muss man sich auch überlegen, dass in der Mitte wahrscheinlich mehr sein wird und am Rand wird weniger sein und so weiter. Wir haben eine Gleichverteilung angenommen. Ja. Ja. Und wie ist das denn, wenn man jetzt im unmittelbaren Bereich 150 Meter an dem Ding dran ist, ist doch wahrscheinlich die Strahlendosis dann wesentlich höher? Es kommt darauf an. Wahrscheinlich nicht, nein. Also es kommt auf die Detonation an. Es kommt auf... Ja, natürlich, woran, es kommt immer auf die Infrastruktur drumherum an. Bitte? Es kommt immer auf die Infrastruktur drumherum an, aber es ging jetzt einfach nur... Das kann man nicht pauschal beantworten. Ja, okay, klar. Ja. Ich hätte mal eine Frage. An wen sollen die Informationen hin? Darüber sollte man sich mal unterhalten. Weil wenn ich mal so nachdenke, ein Audi-Bandarbeiter, ob der die Seite geek.com ansurft oder so weiter, aber das ist der ProSieben anguckt, und den will ich ja eigentlich darauf aufmerksam machen, dass das so nicht ist, wie die breite Masse, also wie uns vorgespielt wird. Die Frage ist doch, wie erreiche ich die Leute und wie erreiche ich eben die Leute, die kein Physikstudium hinter sich haben oder kein Informatikstudium hinter sich haben? Ja, aber das ist ja, ja, glaube ich, auch was Temo angesprochen hat. Wenn du sagst, Temo, Spiegel und Süddeutsche und so weiter, ja, die kopieren dann voneinander. Aber im Endeffekt, wer von diesen Leuten, von diesen ganz normalen Leuten, die sich Sorgen machen um ihr täglich Brot, irgendwie um ihre Kinder und so weiter, lesen Süddeutsche oder lesen den Standard, ja, die lesen Bild oder die Krone oder ich weiß nicht was. Und du wirst, weiß ich nicht, die, glaube ich, nicht dazu bringen, dass sie die Sachen kopieren, oder? Wenn jeder drüber schreibt, dann irgendwann schnappen sie es auf, ja? Und darum geht es im Endeffekt. Ja? Irgendeine Presseagentur kommt dann drauf oder Google News aggregiert das, feeds da und so weiter. Es können die Geeks ausstreuen, um die Information weiterzutragen. Ich glaube, das ist alles, was Schlagzeilen und Zugriffszahlen und Einschaltquote bringt, ja? Hast gewonnen. Genau das glaube ich nicht. Das ist eine viel bessere Schlagzeile, schmutzige Bombe, wir werden alle sterben, anstatt zu sagen, Moment, Ball flach halten. Ja, aber ich glaube, es ist kontroversiell, ja. Und alles, was irgendwie so sagt, ja, schmutzige Bombe ist kein Problem, ja, und es wurde ausgerechnet und so weiter. Okay, klar, die Massenmedien, okay, die Kontrollierenden haben ein Interesse daran, Angst zu verbreiten. Und da gebe ich dir schon recht, ja. Nur, du kannst auch einen großen Teil, ich meine, ich sage mal, viele Nicht-Geeks, ja, die ich aus Blogs kenne und so weiter, die zitieren Heise und so weiter und diese Themen, ja. Also wir brauchen eine Marketingabteilung, oder? Ja, ich denke aber, das ist schon ein Punkt, wenn man sagt, okay, letztlich einen Großteil der Leute erreicht man realistischerweise nur darüber, über Massenmedien, weil das
die Informationsquellen sind, die sie tatsächlich nutzen, und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren auch nicht ändern, hat man das Problem, dass gerade Massenmedien auch so funktionieren, dass sie halt auf Aktualität aus sind, auf Ereignis aus sind und nicht auf kontinuierliches Fakten und Wissen sammeln. Und im Zweifelsfall ist das auch das, warum sie konsumiert und genutzt werden. Also ich meine, im Zweifelsfall haben die Leute, die Bild-Zeitung lesen, daheim im Regal im Brockhaus stehen, und sie gucken halt am Morgen in die Bild-Zeitung und nicht in den Brockhaus, was vielleicht da auf Seite 574 in Band 17 steht, obwohl sie das auch genauso wenig wissen, wie das, was in der Bild-Zeitung steht, weil sie halt auch Neuigkeiten und Ereignisse haben wollen. Also sie wollen unterhalten werden, oder? Sie wollen keine Informationen haben. Das ist der Unterschied. Ja, das ist sicher zum Teil wahr, aber ich denke, man soll die Leute auch nicht dümmer einschätzen, als sie sind. Ich glaube einfach, dass das Interesse nicht mehr da ist, wenn du den ganzen Tag irgendwie auf Arbeit warst, die dich wirklich körperlich schlaucht. Wenn du nach Hause kommst, gegessen hast und ins Bett fällst, weil du einfach müde bist, und das machst du jeden Tag, oder jeden Tag bis auf zwei, dann hast du kein Interesse daran, irgendwie dich mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil du so beschäftigt bist in diesen täglichen Sachen, dass du einfach keine Zeit dafür hast und keine Energie vor allem. Das ist sicher, zum großen Teil ist das so und ist ein wichtiger Faktor, aber ich denke auch da, wo die Leute, es ist ja nicht so, dass die Leute gar keine Informationen und Nachrichten haben wollten. Also sonst würden sie, ja, was weiß ich, also sonst gäbe es keine Nachrichtensendungen und würden die Zeitungen noch anders funktionieren. Also ich meine, es ist ja immer ein gewisser Anteil in Informationen dran und den wollen die Leute auch haben. Aber es ist eben immer Ereignis, Neuigkeit, Kontroverse, da hast du recht, ist ein Punkt, der es auch da rein schafft, aber es ist halt schwer, denke ich, mit anderen Informations- und Wissensarten weit zu kommen. Das ist ein Problem. Ja? Temo, nochmal bitte, mit dem Mikro, wenn es geht. Ich habe hier auch noch ein Mikro, kann ich noch kurz dazwischen? Ja, hier, wo die Hand leuchtet. Ich habe eben gerade parallel ein bisschen gegoogelt und habe einen Treffer zu schmutzigen Bomben gefunden, direkt übrigens vom Bundesamt für Strahlenschutz, mit einem netten Fazit: Schmutzige Bomben würden demnach selbst in unmittelbarer Nähe zum Freisetzungsort aus radiologischer Sicht keine Gesundheitsgefährdung für große Teile der Bevölkerung hervorrufen. Das heißt also, dass selbst offizielle Stellen schreiben, die Dinger sind nicht gefährlich. Das heißt also, dass es wirklich die Presse die Panikmache macht, und wenn die offiziellen Stellen es nicht schaffen, das der Bevölkerung zu verbreiten, ist natürlich schon eine etwas schlechte Sache. Also du meinst, dass wir dann erst recht nicht hinbekommen? Also auf alle Fälle schwieriger. Ja, aber heißt es... Entschuldigung. Na, er hat schon recht, wenn das BFS schreibt, dass es nicht gefährlich ist und dass die Medien trotzdem so darstellen, was will man dann noch machen? Irgendwie so, das BFS ist doch die Institution, die hier in diesem Land sagt, irgendwie, was Sache ist, oder? Nee, aber wie bietet man dann Daten zum Meinen für den Weltfrieden an? Bitte nochmal. Wie bietet man jetzt Data Mining Material für den Weltfrieden an? Was ist die Lösung? Wohin mit der Information? Ja. Das muss diskutiert werden. Du kannst nur die Medien verwenden, die du zur Verfügung hast. Und meiner Meinung nach sind das Blogs, diverse Portale und so weiter. Also du willst missionieren? Missionieren nicht, aber Fakten bringen. Missionieren ist etwas, woran du glaubst. Ja, aber wenn du weißt, dass du etwas tust, und wenn du weißt, dass ein Faktum da ist, ja, dann missionierst du nicht, dann verbreitest du Wahrheit. Und das ist nicht missionieren. Darf ich kurz? Ich denke mal, man kann sich nicht immer hinstellen und sagen, wenn wir hier solche Informationen auf dem Kongress verbreiten, wo es ja eh jeder weiß, dann bringt das nichts, weil wir haben hier auch Laufpublikum, wir haben Journalisten da, irgendwann wird doch mal das ein oder andere aufgeschnappt, und sich immer hinzustellen und sagen, naja, was sollen wir schon machen, wir haben ja keine Mediengewalt oder wie auch immer, das kann ich so nicht stehen lassen, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass immer mal wieder Informationen irgendwo durchgekommen sind, die dann auch verbreitet wurden, wo eben jeder vorher gesagt hat, wen interessiert das schon groß außer uns hier. Also sich immer hinzustellen und zu sagen, naja, wir können ja gegen die Bild nichts ausrichten. Ja gut, will ich das denn überhaupt? Ich meine, der gemeine Bildleser, mag er jetzt dumm sein oder nicht, sei dahingestellt, der ist vielleicht erstmal gar nicht mein Ziel. Wenn ich hier höre, dass das Bundesamt für Strahlenschutz sowas veröffentlicht, uns kommt nicht an, dann kann ich nicht sagen, das ist ein Problem, gegen die Bild anzugehen, sondern das ist ein allgemeines Kommunikationsproblem, das wir hier haben. Also nicht einfach nur hingehen und sagen, naja, lassen wir es halt so stehen und hier bringt es ja eh nichts, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Dann lassen wir das mal Schlusswort stehen, würde ich sagen.
Dankeschön.